Hallo und Namaste. Mein Name ist Verena. Ich unterrichte Yoga an der Volkshochschule Südoststeiermark und freue mich heute, mit dir einen kurzen Flow gestalten zu können. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir alle zu Hause eingesperrt sind, ist die körperliche und die seelische Gesundheit besonders wichtig. Und meine Aufgabe als Yogalehrerin ist es, die Gesundheit der Seele und des Körpers aufrechtzuerhalten. Deshalb bieten wir, die Lehrer der Volkshochschule Südoststeiermark, ab sofort Fitness- und Trainingsvideos an, um in Zeiten der Quarantäne auch fit und gesund zu bleiben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Dies ist das erste Video von 4, das du gemeinsam mit mir sehen wirst. Wir starten heute mit ein paar Dehnübungen und mit geerdeten Übungen für Wohlbefinden in Zeiten der Krise. Zuerst such dir ein Plätzchen zu Hause aus, an dem du dich wohlfühlst. Dann stelle dich gerade hin, bring deine Schultern nach hinten, erde deine Beine und komm mal bei dir an, schließ kurz deine Augen, leg deine Handflächen auf deine Oberschenkel und spür mal langsam in dich rein. Spüre deine Atmung und fühle, wie sich mit jeder Einatmung deine Wirbelsäule noch ein Stückchen weiter aufrichtet. Spüre, wie dein Scheitel Richtung Himmel zieht, richte dich ganz gerade auf. Deine Schultern ziehen nach hinten. Und wenn du bei dir angekommen bist, öffne deine Augen wieder. Mit der Einatmung streckst du dich lang nach oben. Und mit der Ausatmung lässt du alles fallen. Mit der Einatmung nochmal lang nach oben strecken. Und mit der Ausatmung nochmal fallen lassen. Dann richte dich wieder auf. Nimm die Hände über dir zusammen. Dehn dich zur rechten Seite und zur linken und komm zurück zur Mitte. Sehr gut. Dann bringe deine Beine zusammen, spanne deine Oberschenkel fest an und mit der Einatmung setzt du dich zurück in die Sesselposition. Versuche, dein Gewicht auf den Fersen zu tragen. Vielleicht möchtest du sogar deine Zehenspitzen anheben. Baue Spannung auf. Strecke deine Fingerspitzen nach oben. Mach dich ganz lang. Und versuche, dich noch ein Stückchen tiefer nach hinten zu setzen. Und die Sesselposition im Yoga bringt dir Stärke. Formt deinen Po und deine Beine. Du kannst die Position bis zu einer Minute halten. Spür ganz bewusst in dich hinein und halte die Position noch für 3, 2, 1 und lösen. Nun komm zur Baumposition. Dazu stell dein rechtes Bein gut fest auf deiner Matte ab. Nimm dein linkes Bein entweder an die Wade oder an den Oberschenkel. Nimm die Hände in die Gebetshaltung vor dich. Und versuch ganz zentriert und stark und fokussiert zu sein. Richte dich auf. Stehe stolz da. Wenn du dich gut fühlst, kannst du deine Arme noch nach oben ausstrecken, nicht ganz lang machen, wie ein echter Baum, der seine Zweige nach oben ausstreckt. Fühlst du dich ganz sicher, kannst du noch den Wind spüren. Zu den Zeiten wie diesen, wo es etwas stürmischer zugeht, vertraue auf deine Wurzeln, sie halten dich fest.
Sie bringen dich durch rauere Zeiten. Genau das möchte diese Position dir vermitteln, diese Übung. Bleib im Flow, geh mit der Situation, aber lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Löse langsam wieder. Bring das Bein nach unten und wechsle zur anderen Seite. Körpergewicht aufs linke Bein, rechtes Bein entweder an die Wade oder an den Oberschenkel, wie es für dich passt. Nimm die Hände vors Herz, richte dich wieder auf und streck dich noch einmal lang nach oben, wie ein großer Baum, der seine Zweige im Frühling ausstreckt, Richtung Sonne. Und dann spür den Wind. Den Wind in deinen Blättern, in deinen Zweigen. Und dann löse langsam wieder. Komm zurück zu dir. Wenn du möchtest, schließ noch kurz deine Augen und spür nach. Danke fürs Mitmachen. Namaste. Wir sehen uns beim nächsten Mal.